Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Mafia, die Definitive Edition weiter. Beim letzten Mal haben wir mal wieder einen Auftrag für den Don abgeschlossen, haben dann aber am Ende gemerkt, dass er uns ein paar wichtige Informationen so ein bisschen vorenthalten hat, was die ganze Sache recht, ja, zwielichtig und blöd aussehen lässt für uns jetzt so im Nachhinein. Und ja, Pauli und Thomas hatten sich zum Schluss dann nochmal so ein bisschen abgespalten und nochmal geredet über Paulis tollen Plan mit dem Banküberfall und der, naja, Hoffnung, dass sie sich dadurch eventuell unabhängig machen könnten, dass sie, ja, dann mit diesem einen Coup quasi ihren Lebensunterhalt sichern können für sich und bei Thomas bestimmt auch für seine Familie. Und ja, das wäre ein schöner Traum, den man erreichen könnte, ohne in Zukunft noch weiter den Laufburschen für den Don spielen zu müssen. Aber ob das alles tatsächlich so eine gute Idee ist und wie auch immer, das werden wir jetzt in dem Folgenden wahrscheinlich herausfinden. Schwarzarbeit. 1938. Keine Planänderung. Gut. Ich kümmere mich um die Leute, du um den Direktor. Mach, was nötig ist, falls Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht 5 Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Ja, ich bin nicht so überzeugt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh weia. Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels! Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann! Keine Bewegung oder es knallt! Wäre eventuell einfacher, wenn wir mehr Leute wären. Alle auf den Boden. Hol den Direktor. Dup, 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 dup. Ja, ja. Wir wollen, dass ihr heute Abend eure Kinder in die Arme nehmen könnt. Okay? Seid heute keine... Komm mit! Zum Tresorraum! Verstanden? Ich mache, was sie sagen. Gewalt ist nicht nötig. Ne, da bin ich noch nicht überzeugt von. Weil sie kleinere schlagen? Ich fühle mich reich. Was machst du denn? Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Wie viele Wachmänner unten? Einer. Schussbereit? Ich weiß nicht. Sehe ich eine Waffe, schieße ich. Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. Ich meine, der Typ unten müsste jetzt mittlerweile aber auch die Schüsse... Da waren schon wieder die Pferde. Es macht mich wahnsinnig. Der Typ unten müsste die Schüsse jetzt mittlerweile aber auch gehört haben. Von der Sache her... Ist ja alles recht... Offen gestaltet. Der Direktor hier ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder Kumpel? Los, weiter! Damit kommen sie nicht durch. Nicht Typen wie sie. Scher dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Schon wieder die Pferde. Sie sind überall. Sie verfolgen mich. Sie gucken in meine Seele. Es ist wirklich so. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? So. Und bitte? Bitte? Nun? Hör mir tu ganz es. Genau zu. Ich will, dass du deine... Auf ihn, Jungs! Ja! Okay, es ist nicht nur ein Wachmann. Natürlich. Warum sollte es auch anders sein? Warum sollte es auch anders sein?
Aber weißt du, dann sind sie halt wieder mal selber schuld. Ich wollte nur einen kleinen Überfall machen. Nur einen kleinen Überfall. Und es wäre alles in Ordnung gewesen. So, wo ist jetzt der Direktor? Ist auf dem Tisch. Niemand muss sterben. Ich muss nicht sterben. Auch wenn du ein Vollidiot bist, so. Naja. So. Dienstrevolver. Hier könnte ich mich heilen. Das ist gut. Ab zum Tresorraum. Okay, wie hat das jetzt funktioniert? Das Ding hat einen kleinen Schlüssel oder was? Warum rennst du hier runter? Das Geld, wir hauen ab. War das eine gute Idee, dass du hier runter bist? Ich glaube, es war keine gute Idee. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Ja. So. Links und rechts laufen sie. Es ist auch sehr unübersichtlich hier. Das ist schon ein bisschen ungünstig. Mist. Okay, wer schießt zuerst? Du oder du? Oder du? Oder du? Nicht gut. Der eine hat eine Maschinenpistole. Das könnte ganz gut sein. Theoretisch. Nee. In der Praxis bleiben wir aber vielleicht bei der Schrotflinte. Und wir heilen uns vor allem. Ja, ja, ich komme gleich. Ich muss mich nur kurz heilen. Du weißt, das alte Problem. Maschinenpistole. Hier noch ein bisschen Munition. Ich hätte gern mehr Munition gehabt, offen gesagt. Kriegen wir aber nicht. Hoffentlich geht's hier irgendwo ganz schnell raus. Polly, wo lang? Es sind zu viele. Wir müssen hinten raus. Okay, gute Idee. Nein, mir die Tür nicht vor die Nase schlagen. Er wurde zu Fuß gesichtet. Polly. Polly. Er ist in einem Wagen. So schnell wie möglich festnehmen. Bitte steig noch langsamer ein. Was für ein Bullshit, ey. Lässt sich erstmal eine halbe Stunde Zeit, um den ollen Geldsack einzupacken. Es ist unfassbar. Einmal mit Profis arbeiten für so eine Geschichte. So. Jetzt will ich mal tatsächlich hier durchfahren und dann wieder so ein... genau sowas aktivieren. Müsste doch ganz gut sein, oder? Hat gar nicht reagiert. Es kam zu keiner automatischen Sequenz. Na gut, aber die Polizisten sind alle zu dumm. Offensichtlich. Das ist schön. Der Verdächtige ist in der Innenstadt untergetaucht. Wir finden ihn. Nein, ihr findet ihn nicht. Der hier sieht auch verdächtig. Das weiße Auto sah jetzt verdächtig irgendwie nach Polizeiauto aus, aber egal. Die sind mir wirklich auf den Fersen. Teilt ihr euch auf? Ihr teilt euch auf. Ihr seid dumm. Oh, das ist sehr schön. Ich glaube, wir könnten es tatsächlich schaffen. So, dort hinten ist jetzt einer. Dem gehen wir aber auch aus dem Weg. Und... Und jetzt zum Palermo Club. Sam's Club? Ey, der ist gerade leer. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Jaha. Fahre zum Palermo Club. Wir sind mächtig reich, reich. Erstaunlich, dass das funktioniert hat. Zu zweit. So eine riesige Bank. Bezüglich des Tresors komme ich aber trotzdem nicht drüber hinweg, dass das... Was soll das für ein Schlüssel gewesen sein? Du steckst einen kleinen Schlüssel da rein, drehst einmal an der Kurbel und dann geht die große, schwere, massive Safe-Tür auf? Euer Ernst? Müssen die nicht irgendwie nochmal zusätzlich in irgendeiner Form gesichert sein? Weiß ich nicht, mehr Räder drehen. In bestimmte Richtungen.
dreimal links, fünfmal rechts oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut damit aus. Aber das erschien mir lächerlich einfach. Offen gesagt. Wir sind fast da, Tom. Fast geschafft. Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst geschafft, wenn mein Herz sich wieder beruhigt hat. Da gebe ich dir irgendwie recht, Thomas. Aber bis hierhin sieht es erstaunlich gut aus. So. Und eingepackt. Eingelocht, hätte ich fast gesagt. Eieiei. Unglaublich! Unglaublich, dass wir das gemacht haben! Wir sind reich! Wir sind reich! Ja. Auf uns beide! Klar. Wir müssen los. Wir sehen uns morgen. Es sei denn, ich bin auch vorbei. Ach komm schon, war ein Scherz. Ey, ohne dich, da wäre das gar nicht gegangen, das weiß ich. Fahr nach Hause, feier mit Sarah. Schau morgen bei mir vorbei, wir teilen die Kohle. Ja, okay. Viel Glück. Man sieht sich, Kumpel. Dass die Lebensenergieleiste jetzt die ganze Zeit unten links eingeblendet wurde, das war jetzt ein Bug, oder? Das lag jetzt nicht daran, weil ich nicht volle Lebensenergie hatte. Das war noch nie der Fall, dass in einer Video, also in so einer Zwischensequenz, die Leiste eingeblendet wurde. Das war jetzt eindeutig ein Bug. Egal. Kapitel abgeschlossen. Schwarzarbeit. Ey, wir sind reich. Cool? Denke ich? Glaube ich? Erstaunlicherweise hat Paulis Plan geklappt. Der Niedergang der Kunst. 1938. Sieh einer an. Christus ist auferstanden. Ich wollte schon den Bestatter anrufen. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich auch nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieht ganz danach aus. Ich habe nachgedacht. Wirklich? Das ist ja was Neues. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Ha. Hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt? Sowas in der Art. Pack deine Sachen. Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts. Klar, du und Pauli seid plötzlich reich und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Wozu Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben? Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Ja, du bist wegen etwas nervös. Du weißt selbst nicht warum. Wahrscheinlich. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Pauli ist in Ordnung, sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Jetzt in der Zwischensequenz war auch in einer, also das war ganz kurz irgendwie das Licht ein bisschen komisch, oder? Gerade weird, aber egal. So, trifft dich mit Pauli in seiner Wohnung. Ist doch alles in Ordnung. So, wir steigen in unseren schicken Berkeley, Bentley, irgendwas in der Art. Ah, cool. Also hier, das Radioprogramm gerade. Also sie sagen gerade, sie haben immer noch keine Spur. Keine Ahnung, wer die olle Bank ausgeraubt hat. Tja, tragisch aber auch. Furchtbar in dieser Stadt, furchtbar. Man kann hier wirklich eigentlich gar nicht mehr vor die Tür gehen, ohne die Befürchtung haben zu müssen, dass man selber ausgeraubt wird. Es ist eine korrupte Stadt. Deswegen
finde ich den Plan, an die Küste zu fahren, erstaunlich gut. Und wir werden mit Sicherheit am Strand viel Spaß mit unseren Mädels haben. Jiha! Das sollte doch irgendwie im Bereich des Möglichen liegen. Düpp, 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 düpp. Oh, Hilfe. Ui, was soll das? Keine Ahnung. Schnu, schnu, schnu. Fahren wir ein bisschen zu schnell? Vielleicht fahren wir ein bisschen zu schnell. Egal, ich kann es. Also, was wollt ihr dagegen tun? Hopsala. Quietschende Reifen und dergleichen machen die ganze Fahrt ein bisschen interessanter. Kann man in diesem Spiel eigentlich in eine Straßenbahn einsteigen? Ich glaube, ich habe das noch nie probiert. Das mache ich ja, also das finde ich in GTA-Spielen irgendwie ganz nett. Wenn man sich einfach mal in so ein öffentliches Verkehrsmittel reinsetzen kann, wie zum Beispiel auch einen Zug oder so. Und wenn man damit so, oder in Red Dead Redemption, oh ja, da war das auch toll. Sich da in einen Zug zu setzen. Und dann, natürlich kann man vorskippen. Oder man kann wirklich die ganze Strecke einfach so fahren. Und die ganze Zeit aus dem Fenster gucken und die Landschaft, wie sie dann an einem quasi vorbeifährt, ist es. Es ist herrlich. Es ist schön. Für solche Sachen liebe ich irgendwie Open-World-Spiele. Ich weiß auch nicht. Da habe ich ein gewisses Fable für. Weiß nicht genau, woher das kommt. So, wir sind da. Paul ist zu Hause. Diese Gegend geht vor die Hunde. Was ist mit der Tür passiert? Weiß der Himmel. Die Tür, Ingrid, die Tür. Wie lustig. Ja, gut. Hast du noch den Krach gehört? Nee, ich hatte Nachtschicht. Der Typ in der Wohnung über mir hat wieder Ärger gemacht. Krach, Typ in der Wohnung über ihm. Naja, was soll das schon sein? Strike. Against low wages. Ja. Wir wollen mehr Geld. Und die klauen unsere Jobs. Also, irgendwer klaut bestimmt unsere Jobs. Pauli? Pauli? Oh Gott. Pauli? Sam, ich bin's. Tom. Wo ist Pauli? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben, ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar, kein Problem. Soll ich zu Pauli kommen? Nein. Nein, ich muss hier weg. Triff mich bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Und danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du.
Ich muss los. Tut mir leid. Muss los, Bruder. trifft dich mit Sam. Okay, ja, Da stimmt was nicht. Nee, du, ach. Ach was, nö, alles in Ordnung da oben. Ich war gerade gucken und ist alles Schnöfte. Polizei bitte erst rufen, wenn ich im Ausland bin. Vielen Dank dafür. Das war ja überhaupt nicht vorherzusehen, dass es so weit kommt. Was vielleicht auch wirklich nicht so richtig. Es ist eine interessante Wandlung. Ich bin der Meinung, wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass es tatsächlich Salieri war, der das Spitz bekommen hat und der es nicht lustig fand, dass Pauli auf eigene Faust gehandelt hat. Ich bin der Meinung, vor 8 Jahren, vor 6 Jahren, wie auch immer, also quasi in der Anfangszeit, als die Gang sich so ein bisschen, also als Thomas dazugekommen war, sagen wir es lieber so, ich wäre der Meinung gewesen, wenn Pauli da so ein Ding abgezogen hätte und wenn er dem Don dann einfach nur das Ergebnis präsentiert hätte, wie auch immer, dann wäre er noch eher damit davongekommen. Vielleicht ist nur so ein Gefühl. Vielleicht wäre es auch schon damals nicht. Aber ich habe so das Gefühl, durch alles, was in den vergangenen Jahren passiert ist, ist das Ego des Dons natürlich auch erheblich in die Höhe geschossen. Und naja, dementsprechend alles, was war, alles, was wir erlebt haben und so, ist auf einmal plötzlich überhaupt gar nichts mehr wert. Sondern dem Don geht es einfach nur um Respekt. Wer nicht nach seiner Pfeife tanzt, wer nicht nach seinen Regeln spielt, wer nicht das tut, was er sagt, der muss halt eliminiert werden. Ganz egal, wie lange du schon in dieser Familie bist und wie sehr du dir den Arsch für diese Familie aufgerissen hast. Im Endeffekt, ja, ist das halt so. Das ist schlecht, schlimm und schrecklich. Aber zum Glück haben wir ja unseren guten Freund Sam, der uns ein wenig aus der Patsche helfen wird, indem er uns hilft. Indem er uns ein bisschen Geld zur Seite legt, damit wir mit Sarah und unserer Tochter, deren Namen wir nicht mal kennen, damit wir mit denen abhauen können. Nun, wir dürfen gespannt sein, wie die ganze Reise jetzt und im Folgenden weitergehen wird. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.